Hallo und herzlich willkommen hier wieder mal bei Minecraft. Ja, da baut sich's gerade schön auf. Unser schnieke Schiffchen, ne? Und der tolle Leuchtturm. Ach ja, herrlich alles hier. Ja, ich habe mir vorgenommen, ich werde heute erstmal noch ein bisschen am Schiff weiter rumbasteln. Muss ich noch gucken, wie viel Holz habe ich denn jetzt? Gar nichts mehr. Ja, das war irgendwie klar. Habe ich Knochenmehl noch dabei? Sehr schön. Dann werden wir doch mal hier wieder so ein bisschen die Bäume ratzefatz wegkloppen und gleich wieder neu setzen. Vielleicht setze ich mich jetzt auch gleich in eine andere Ecke und sage einfach, okay, ich baue da einfach jetzt nur erstmal so ein paar Bäume an, die ich gleich immer wieder abfälle und neu züchte. Muss ich mir nochmal gleich überlegen, oder ob ich dann hier wirklich in dem Wald jetzt so das ein bisschen umständlich mache. Ich weiß es noch nicht. Ich schaue erstmal, ne? Erstmal gucken. Oh, ist ja schön, dass die Setzlinge hier geblieben sind. Obwohl wir das schon vor Ewigkeiten, also praktisch in der letzten Folge, dann da irgendwie abgeklöppelt haben. Aha, okay. Ja gut, okay, die Welt ist ja an sich nicht weiter fortgeschritten, ist ja klar. Ich habe es ja jetzt gerade erst wieder geladen. Da konnte ja jetzt auch noch nicht viel passieren. So, ja, ich will jetzt überlegen, wie viel Holz ich noch brauche. Eigentlich, na gut, okay, wenn wir überlegen, ich brauche noch für die Masten relativ viel. Was sollen denn nicht so popelige kleine Masten werden, wo man irgendwie gleich mal kurz mal rüberspringen kann oder sowas? Nee, muss ja schon hoch genug werden. Aber auch wieder nicht zu hoch. Da muss man immer das richtige Gleichgewicht dann dabei finden. Ist auch wieder mit viel Experimentieren und hoffentlich nicht so viel Holzverlust dabei. Ja, mal gucken. Und ansonsten, ja, jetzt bin ich überlegen, wofür brauche ich denn noch Holz? Ja gut, für das Geländer ringsrum. Auf jeden Fall. Dafür werden wir das auch brauchen. Ja gut, Treppen werden noch jede Menge, nicht Treppen, also hier Leitern. Brauchen wir noch ein paar, weil wir müssen irgendwie auch auf den Mast raufkommen. Also ganz klassisch wird es nämlich auch bei dem Hauptmast so eine Art Ausguck geben, ja, wo man dann von dort aus irgendwie runterschauen kann oder halt Aussicht. Und da kommt dann auch die Flagge ran vor dem Schiff. Ja, also so wie man das eigentlich immer aus diesen ganzen Filmen kennt. Mit der Kanone, ja, es ist so ein bisschen, also ich würde schon gerne wirklich eine bauen, aber wenn, dann halt, klar, man kann relativ einfach eine, die halt zumindest eine Funktion hat, die irgendwie TNT-Blöcke oder ach, weiß der Teufel, was schießt. Aber ich würde halt gerne auch eine, die halt richtig nach Kanone aussieht. Ich habe schon ein bisschen mehr Überlegungen zu gemacht, aber ich glaube, ich probiere das mal irgendwie mal abseits vom Let's Play, probiere ich da mal ein paar Sachen aus. Entweder indem ich es mir aufmale oder, ach, keine Ahnung, ich guck da mal. Lass mir mal was einfallen, wie wir das am besten lösen. Denn in den meisten Fällen wäre es so, dass das doch viel, viel zu groß werden würde. Und jetzt wird es auch dunkel. Schön. Juhu, dunkel. Aber es passt gerade, glaube ich. Ja, sehr gut. Wir haben, glaube ich, ziemlich alles auch niedergeknüppelt hier, ne? Kaum einen Setzling wieder rausgekriegt, weil die Bäume so geizig sind, aber naja. Ach, was soll's. Da oben liegt keiner, aber ich glaube, hier unten habe ich einen gesehen. Nee, auch nicht. Oh Mensch, was ist denn los? Ich brauche doch wieder ein paar für die Zukunft. Oh, ein bisschen ist schon was. Hier ist noch... Weil es schlimm wäre, wenn man dann so langlatscht und mitten in einem drinne fängt dann dieser Baum an zu wachsen. So, autsch, das tut immer mächtig weh. Und ich muss unbedingt zurück, bevor es jetzt wieder... vielleicht sofort so schnell Nacht wird. Ja, hier, komm, los, lauf. Wir müssen aber schnell hin. Ich glaube, genug Holz haben wir jetzt. Wir haben ein bisschen mehr als einen 64er Stapel. Das sollte erstmal für eine Weile reichen. Naja, mal gucken. Ich bin jetzt ja auch im Überlegen, weil ich habe ja gesagt, ich will einen Zwei-Mast auf jeden Fall machen. Einen Masten kann man schon leicht sehen, den anderen noch gar nicht. Und jetzt bin ich so am Überlegen gewesen nach der letzten Aufnahme und habe mir so gedacht, so, ja, Mensch, wie machst du das jetzt? Hier zum Beispiel nicht. Denn es gibt ja da so verschiedene Varianten. Einmal halt, dass die Segel wirklich so halt, ich sag mal jetzt, wenn man von hier so drauf guckt, also dass man von hier so die Segel sieht, so, ne, dass die dann halt praktisch so hier sind, irgendwie so, ne, so grob gezeigt. Und dann gibt es ja manche Varianten, wo dann halt am vordersten Mast das Segel einfach nur so wie so ein Dreieckstuch zu dieser Spitze hier vorne aufgespannt ist. Das könnte man auch mal jetzt. Ich glaube, ich werde deshalb aus diesem Grund erstmal mit dem hinteren Masten anfangen, da das Segel setzen und dann werde ich mit dem vorderen gucken, generell, weil die Sache ist auch, wenn wir dieses Dreieckstuch machen, nach vorne hin, ich glaube, das wird nicht so viel Wolle verbrauchen, wenn wir nochmal so ein großes Segel basteln. Ja, und ich habe gerade festgestellt, ich brauche Leitern und sowas, so ein Gedöns. Ich glaube, ja, jetzt bin ich mal überlegen, eigentlich müsste man das Geländer auch machen. Habe ich denn hier Leitern, also irgendwie, da sind noch... Zäune drinne. Das kommt mir doch ganz zugute. Und hier... Ja, wir machen erstmal ein paar Leitern. Also, ein paar ist gut gesagt wieder, ne? Also,
Das wären schon ein paar mehr. 14 Stück, reicht das von der Höhe her dann? Jetzt will ich mich ja mal legen, ob mir das reicht. Gute Frage eigentlich. Ja, ich mach noch mal ein paar Zäune. Ich baller jetzt mal alles mögliche hier an Stöckern raus. Ja, schön. Und den restlichen, damit es hier wieder eine gerade Zahl ist, nehmen wir mal für eine Fackel. So. Okay, wo genug Holz ist doch noch übrig. Rohmaterial, sage ich jetzt mal. Okay, mal die Leitern hier runterpacken. Die brauche ich nämlich jetzt. Puh, wie mache ich denn das jetzt? Ah, mit dem Fenster. Ja, doch, sieht ganz gut aus. Das, hier, da würde mir jetzt gerade zum Beispiel buntes Glas fehlen. Das würde ich hier zum Beispiel lieben, gerne so ein bisschen mit buntem Glas arbeiten. Aber gibt's ja nicht. Da müssen wir leider drauf verzichten. Ja, vielleicht später gibt's mal irgendwann was. Oh, hallo und ja, ne? Ihr erkennt es, also für diejenigen, die es nicht bei Facebook gelesen haben oder bei Twitter oder ach weiß der Teufel was wo, irgendwie in ihrer Kristallkugel, keine Ahnung. Ja, mein Internet funktioniert wieder. Das heißt, unserem, ich sag mal, damals geplanten Event Zocken mit Zogger steht eigentlich einem erneuten Versuch nichts mehr entgegen. Bloß das Datum, da muss ich noch so ein bisschen gucken, entweder mache ich das spontan, wenn ich dann sehe, so, hey, da sind ein paar online, ich kreime die nochmal, oder ich sag so, ich schreibe nochmal die Leute an, ich muss mir das nochmal überlegen, ich weiß es noch nicht genau, so, jetzt habe ich's, also es waren schon zwei drauf, ich hatte 53, dann habe ich jetzt 15 hoch, 15 Blöcke, machen wir erstmal mit Leitern, oh scheiße, das wird so wehtun, wenn ich hier runterknalle. Ha, aber wir haben ja jetzt diese neue Funktion entdeckt letztes Mal. Ne? Mit diesem, von wegen, wir drücken den linken Stick, den rechten Stick, den Duck-Modus und dann bleiben wir einfach schwebend hier stehen auf der Leiter. Sehr schön, dann kann man das auch in Ruhe machen. Früher bin ich dann immer runtergesprungen, weil ich da keine andere Lösung gesehen habe. Ah, wie gut, dass es das gibt. Ah, und es hätte auch gar nicht gereicht. Und dabei haben wir schon so viel gemacht. Ja gut, okay, nee, wir hatten nur 14 Stück. Jetzt ist die Sache, reicht das denn? Oder sieht das aus von der Höhe? Wir gucken erstmal von außen, wie das denn ausschaut. Ich glaube, das ist fast noch zu niedrig, ne? Also wenn ich mir das gerade angucke, wie hoch das hier ist, dann sieht mir das ein bisschen zu mickrig aus. Und ich... Nee, es geht auch nicht. Nee, das kann ich nicht machen. Jetzt so... Ja, weil das kommt ja noch so ein bisschen höher durch das Geländer und wenn dann der so nur minimal höher ist... Ja, oder das Segel ist ja nicht so hoch. Das würde natürlich wieder so uns jetzt in die Karten spielen, dass wir halt nicht so viel Wolle brauchen, aber... Ah, ich guck mal kurz von vorne, wie das aussieht. Ich brauche auch ganz viel Erde dann brauchen, wenn ich das Segel einen schon bastle, weil ich mir dann behelfsmäßig ringsum alles vollkleistern muss mit Erde. Ja, so ein bisschen höher muss es auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass wir so auf 20 kommen, also noch so, ich weiß nicht, 5 Felder ran. Ja, 5 Felder sollten passen, also... So, brauche ich erstmal ein paar Leitern noch. Brauche ich denn jetzt Stöcke? 16 Stück, reicht das denn für 4 Stück? Nee, ich brauche aber 5. Ja, oder wir machen einfach mal so, bis die Leitern alle sind. Ja, jetzt so die Sache, ne? Hehe, wie nur wie? Es ist halt schwierig. Ich habe auch erst überlegt, so Mensch, machst du den vielleicht ein bisschen... Ich sag mal, dicker, ne? Also so irgendwie, was ich hier, so 2x2. Aber geht ja nicht, weil, dann ist es wieder nicht direkt in der Mitte. Ich müsste da schon 3x3 machen. Und dann wäre der sowas von massiv. Das würde schon den Rahmen des ganzen Schiffes sprengen. Nee, es muss nicht sein. So, und dann... Ja, 15 hatten wir. Machen wir erstmal 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Mal kurz gucken. Vorsichtig. Komm, 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 irgendwo muss doch jetzt hier... Ah, da geht's doch, sehr schön. So, knapp. Ich glaube, das reicht, weil die Sache ist ja, nicht direkt hier oben kommt der Querbalken, weil hier kommt dann, was weiß ich, der Ausguck kommt halt drauf und dann kommt irgendwie so 2, 3 Felder weiter da drunter. Warte, machen wir mal, so. Können wir schauen. Wir sind nicht gestorben, sehr schön. Sofern man denn überhaupt, wenn man so weit stürzt, von schön reden kann. Aber naja, wir haben halt nochmal Glück gehabt, ne? Ich muss gucken, also 1, 2, 3,
gucken. Passt das jetzt? Ja, das wäre dann Nummer 3. Ganz vorsichtig. Oh, nein, 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 nein. Puh, ja, das muss ich dann von oben drauf anscheinend machen. Das klappt so nicht. Ja, komme ich denn da ran? Ja, also praktisch hier, ja? Also hier müsste dann diese Querstrebe kommen. Jetzt muss ich auch gucken, das muss ja dann auch passen mit dem Rand des Schiffes. Ja, ich glaube, da können wir noch. Oh ja, da können wir noch. Es darf nicht ganz hinausragen drüber, finde ich immer. Ja, oder zumindest mindestens bis zum Rand gehen. Ich glaube, da haben wir, hier wäre noch ein Feld frei. Ja, doch, das ist irgendwie daneben. Jetzt zähle ich mal kurz ab. Hier fahren wir an. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, irgendwie, ich habe mich jetzt verzählt, glaube ich, ne? Ich mache noch vorsichtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, es sind 9 Stück, sehr schön. Oh, so, ganz vorsichtig hier, ja, artistische Meisterleistung, juhu! Das alles zum Nulltarif fast, ja, also, Mensch, was man hier fürs Geld geboten kriegt, ja, andere müssen da teuer Geld für den Zirkus bezahlen, ihr kriegt das ja alles gratis. Ja, so, 1, 2, 3, 4, ne, es sind 5, ach Mensch, das kann ich noch mehr zählen hier, also 5 sind das, so, dann 6, 7, 8, 9. Ja, hier sieht's, glaube ich, genau... Nee, hier sieht's anders aus. Warum sieht denn das hier anders aus? Bin ich nicht in der Mitte? Mal kurz sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Jetzt, ich mache das mal kurz so hier. Dass ich hier jetzt einfach mal lang gehen kann, kurz. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hä? Warum bin ich dann an der Seite da drüber und hier nicht? Ist das nicht die Mitte? Das muss doch die Mitte sein. Ja, hier bin ich ja jetzt praktisch... Oder sieht das nur so aus? Ja, ich glaube, das sieht nur so aus. Ich zähle mal von unten, da haben wir vielleicht noch einen besseren Überblick. So, wenn ich dann jetzt irgendwie halbwegs... Dann zähle mal kurz hier unten ab, würde ich sagen. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, okay, dann ist direkt drüber. Und hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, genauso breit wie das Schiff. Sehr schön. Ja, jetzt kann man es auch schon leicht erkennen. Es ist nur die Sache, an welcher Höhe bringen wir den Mast an. Also hier die untere Strebe. Hier so ungefähr. Das, was hier so ein bisschen machen, es darf ja nicht zu tief hängen, aber auch nicht zu hoch. Jetzt bin ich noch mal überlegen, habe ich das richtig gemacht? Eigentlich müsste es ja eins vor dem Mast sein, also dass es hier hängt, ne? Ja, so in der Richtung. Da ist es schon. Alle das Holz. Uiuiui, das geht ja schnell. Ratzefatz. Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Das hier halt, weil diese Stange hängt ja nicht innen drinne, sonst wäre so ein bisschen doof, wenn wäre es ja unbeweglich. Da muss ich jetzt alles oben wieder wegklöppeln und das eins nach vorne setzen, während es denn gerade dunkel wird. Egal, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Schauen, dass wir hier ein bisschen schaffen. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Bäume, die ich niederknüppel. Also die müssen weg. Die stören mich da sonst. So. Ja, das Holz liegt jetzt unten, aber es ist egal, es liegt auf jeden Fall unten. Ey! Schnell neu erscheinen und schnell alles aufsammeln. Oh, verdammte Axt. Bevor alles wegspawnt oder hier verschwindet. Ich hoffe, es ist nichts ins Meer gefallen. Ah, ein Teil unserer Erfahrungspunkte haben wir wieder. Ja, super. Klasse. Habe ich jetzt alles? Ich muss mal kurz sortieren. Nur vorsichtshalber. Ich bin gerade so ein bisschen voller Panik, dass irgendwie Sachen verloren gegangen sind. Das wäre ätzend. So, das haben wir. Das haben wir. Das ist auch dabei. Hier habe ich auch noch die andere. Genau. Die hier. Das ist drinne. Fackeln sind da. Holz auch ein bisschen, okay. Scheint nochmal gut gegangen zu sein. Und jetzt schnell ins Bettchen. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass was irgendwie passiert. Ist aber auch ganz schön gefährlich, ne? Also um rumzutun, deshalb, das wäre was, wo ich dann die Erde benutzen müsste. Also man sieht es auch jetzt schon, wenn es ein bisschen abgeklöppelt ist da und ein bisschen wüst aussieht, aber es sieht dann doch schon deutlich besser aus. Habe ich denn Erde hier? 63, ja, die nehme ich mal mit. Die brauche ich nämlich auch gleich.
halt so als Stützfunktion, die können wir dann nachher einfach wegschlagen und lassen sie dann verrotten, das ist dann auch egal. So ein bisschen Dreck auf dem Schiff hat man sowieso immer. Mal kurz gucken, habe ich überhaupt Baumstämme schon aufgesammelt? Das kann erstmal hier weg, beiseite, den Bogen. Ja, ich mag das immer nicht, wenn das dann nicht sortiert ist hier, ne? Das sieht ganz schrecklich aus. Oder fürchterlich nicht. Egal, irgendwie so. So, Baumstämme hier hin. Und dann muss ich die anderen da mal einsammeln. Die liegen da jetzt irgendwie so. Das machen wir mal auf die Art und Weise. Dass ich da jetzt irgendwie darüber komme. Ah, naja. Das hat nicht geklappt. Wir machen es halt mal so. Ein bisschen mehr Erde rangesetzt. Schlimm wird das eigentlich nachher nur bei dem Segel, wenn wir das setzen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob da noch einer dran musste. Ich gehe erstmal hoch und guck mal danach. Oh. Ja, also es ist nicht einfach, ne, hier rauf und runter zu kommen, aber sollte es ja auch nicht sein, das war damals für die Leute auch gefährlich und von daher, warum sollten wir es uns jetzt so einfach machen? Na, das können wir ja nicht machen, damit würden wir ihr Andenken nicht genug würdigen. Nee, deshalb, das müssen wir dann schon vernünftig machen. Mal kurz gucken, sammeln 1, 2, 3, 4, ja, 4 haben wir schon. Klasse, Mensch, das ratzfatz geht das hier gerade. Mann. Wäre vielleicht einfach gewesen, es einfach neues Holz irgendwo herzuklauen. Da hinten sehe ich ein Schaf. Ich sehe ein Schaf. Halt, wir werden jetzt mal kurz Schafe schlachten. Nein, natürlich nicht schlachten. Obwohl doch, ich habe mich ja dazu durchgerungen, dadurch, dass die Schafe bei mir in der Welt jetzt irgendwie der Meinung sind, nein, ich möchte keine neue Wolle geben, dass wir einfach sie dann dazu zwingen, uns neue Wolle zu geben, indem wir sie dezimieren. Ne, also so, sprich, erst nutzen wir sie aus, indem wir klauen ihre Wolle und dann hauen wir ihnen vom Kopf. Mhm. Ja, das hilft immer. Das hat man früher auch schon gemacht bei anderen Sachen. Warum soll das nicht jetzt auch bei Schafen funktionieren? So, warum ist das jetzt eine Kuh? Warum ist aus dem Schaf eine Kuh geworden? Weil der Schaf wahrscheinlich in den Tunnel gerannt ist. Nee, es ist nicht, garantiert nicht. Ein Tunnelschaf, naja. Ja. Wo ist es denn? Hallo? Boah, jede Menge Schafe. Habe ich da gerade noch eins gesehen? Hier hinten? Ja, da badet noch eins. So ganz weit draußen in der Pampa. Aber wir krallen uns erstmal hier seine Kameraden, die so ein bisschen abgeschlagen sind. Kommt her, ja. Weglaufen nützt nichts. Ihr gehört alle mir, ihr kleinen haarigen Pelzbiester. Und eure Wolle gehört mir sowieso. Sehr schön. Ja, ich weiß, wir haben zwar momentan noch ein bisschen, aber hey, warum soll ich das nicht schon jetzt wieder zwischendurch ein bisschen auffüllen? Dann kommen wir nicht so in diese Bredouille, dass wenn wir dann beim Segel doch ein bisschen mehr brauchen, dann so hängen so, ach ja, hätten wir damals gleich ein bisschen Wolle wieder eingesammelt zwischendurch, müssten wir jetzt nicht so lange wieder sammeln gehen. Deshalb nutze ich doch lieber gleich die Chance, wenn ich denn schon wieder diese kleinen, pelzigen Biester hier so rumhüpfen sehe, dann ja, muss ich einfach immer drauf los. So einfach ist das. Jetzt will ich nur überlegen, kann ich mir noch das, was da hinten im Wasser rumplanscht? Ja, doch, ach, das können wir uns eigentlich auch noch krallen. Die Schweine lassen wir in Ruhe hier, die sehen momentan ganz friedlich aus. Aber wo ist denn hier dieses Planscheschaf? Wahrscheinlich ist es komplett untergeblubbert, ne? Die Wolle hat sich vollgesaugen und dann flupp. Das sieht natürlich auch interessant aus hier unten, aber wird schwer runterzukommen sein. Es sei denn hier hinten, braune Wolle. Gefällt mir zwar eigentlich nicht, aber komm her, ich nehme es auch mit. Ich will mal nicht so sein, nicht, dass du dann dich irgendwie diskriminiert fühlst, nur weil du braune Wolle hast und dann die anderen alle ohne Wolle rumrennen und du denkst so, naja, nee, warum habe ich jetzt noch meine Wolle, der mag mich nicht. Nein, nein, wir mögen jede Wolle, alles können wir gebrauchen. Und ich denke mal, so ein braunes Dach, das könnte auch ganz gut aussehen. Je nachdem wo. Bei der Kirche in Klein-Kleckersdorf, glaube ich, würde ich ein schwarzes Dach nehmen. Ich sehe sonst gerade nichts. Nö, dann mal wieder ran ans Werk. So ein bisschen kurz abgelenkt, ein bisschen Abwechslung geschaffen. Ja, und ich glaube, der Mast ist dann jetzt wirklich hoch genug. Ja, auf jeden Fall. Doch, das passt. Ja, Kalle sieht das ähnlich, ne? Kurz die Wolle weggepackt. Oh, hier ist noch die braune Wolle, genau. Und wir brauchten Holz, hatte ich gesagt. Ich fäll mal gleich ein, zwischendurch. Denn das hat ja für die Masten, egal an welcher Stelle, überhaupt gar nicht gereicht. Ah, ja, es ist halt dieses elendige Holzproblem. Vor allen Dingen, wenn wir halt dann wirklich alles mit diesen Holzstämmen machen. Oh. War vielleicht jetzt doch nicht unbedingt die klügste Entscheidung, aber es sieht halt einfach am geilsten aus, ne? Ich weiß. Ich glaube, ihr seht das auch so. Doch. Ich glaube schon.
Ja, es gab ja so ein bisschen auch wegen diesen Kanonen im generell, da gab es so ein paar Vorschläge und dann weiß ich noch, der Alex, der hatte noch geschrieben von wegen so, ja, hier, Mensch, so als nächstes Megaprojekt, wie wär's denn da mit diesem Vulkan? Ich hoffe, du meinst den Vulkan, den ich mal so angespielt hatte, so ein bisschen so die Anspielung gemacht hatte von wegen so, Mensch, hier so ein Vulkan mit kleinem Dorf und sowas. Ja, aber ich würde, glaube ich, wenn dann erst klein Kleckersdorf fertig bauen, weil ich würde das so ungern einfach so liegen lassen da, so halb, weiß nicht, so angefressen hätte ich jetzt fast gesagt, passt ja nicht ganz, aber sieht ein bisschen so danach aus, ne? Weil Klein Kleckersdorf besteht momentan eigentlich nur aus diesem Haus, wo ich denn dann eine Familie einziehen lasse. Der Patrick hatte mir da schon was geschrieben. Ich weiß gar nicht, Patrick oder Patrick? Ist ja, kommt ja immer drauf an, dass ich will nicht, dass ich falsch ausspreche und ne? Ich sage jetzt auch mal Patrick, weil die meisten sagen immer Patrick. So, oder Patrick. Ah, egal, also Mr. P, aus sonst wo, hat er nur geschrieben, von wegen, ja, hier, ne, ich weiß gar nicht mal, wie hieß die Familie? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich weiß nur, Professor, nee, Pastor Klotzburg und das andere war Professor, ah, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Fand ich auf jeden Fall ganz gut, zumindest der Name für den Pastor, den können wir auf jeden Fall dann für die Kirche, die dann da entsteht, nehmen. Und natürlich das andere, ja, wenn nichts anderes kommt. Ich finde den Namen gut, den du mir da vorgeschlagen hast, Patrick. Jetzt habe ich doch Patrick gesagt. Das ist richtig. Ich sage einfach Patrick. Patrick kennst du. Ist ja egal. Du sagst mir schon, wie es richtig ausgesprochen wird, denke ich mal, falls ich da was falsch gemacht habe. Ja, also das andere, den anderen Namen dieser Professor, wie gesagt, ich komme jetzt da nicht mehr drauf. Das werden wir dann auch nehmen für das Häuschen. Wie gesagt, ich bin da im Moment so, ja, namenstechnisch nicht ganz so auf der Höhe im Moment. Ich weiß nicht, ich kann mich dann nicht so ganz entscheiden und ja, wenn ich da ein bisschen Hilfe kriege in Form von tollen Ideen, gerne, gerne, ne? Nach wie vor immer bei allem, egal was, ihr wisst, ne? Ein Klick und schwupps, weiß ich Bescheid. Ja, und jetzt mal gucken, jetzt hier oben. Ja, es reicht auf jeden Fall für den Masten, dann haben wir den fertig und vielleicht für den anderen vorne auch. Ah, mal gucken, wir gucken einfach mal. So, mal gucken. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, komm. 5, 6, 7, 8. Nee, 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 jetzt. 9. Genau. So. 9. Ja, das sieht auch richtig aus, so wie es im Moment scheint. Okay, machen wir hier drüben auch mal gleich. Das schaffen wir auch. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich hätte mich eigentlich darin orientieren können, weil hier waren ja schon welche. Ich hoffe, der ist draufgefallen, nicht runter ins Wasser. Das wäre Mist, ehrlich gesagt. So, kurz das Holz noch einsammeln. Wo liegt das denn? Alles unten? Sieht fast so aus, ne? Und das eine ist anscheinend wirklich ins Wasser gefallen. Ach, naja, kommt jetzt auch nicht so drauf an. Ja, sieht schon ein bisschen mehr jetzt nach einem Schiff aus. Ja. Es kann nicht sein, dass die Sonne schon wieder untergeht. Ey, was? Naja, egal. Ohne Worte würde ich einfach mal sagen. So, ne? Hier muss ich. Also die Leiter kommt hier dann wieder ab, ist ja klar. Die kommt dann erstmal nur für die Zeit dran, wo wir denn diesen Mast setzen. Ich bin echt am Überlegen, wie wir es machen. Ob wir da so einen kleineren Mast machen jetzt wirklich für. Schwierig, schwierig. Ich muss jetzt erstmal oben diesen Korb setzen, habe ich gerade festgestellt. Nebenbei muss ich auch noch ein bisschen was essen. Mensch, hier, dieser ganze Druck, immer muss man irgendwas machen. Entweder man verhungert oder man hat nicht genug Bäume oder Schafe greifen einen an. Oder Waldelfen wollen mit unseren Bäumen kuscheln, also sich dran gekettet haben und der Meinung sind, wir dürfen sie nicht roden. Naja, egal. Was wollte ich jetzt gerade? Irgendwas wollte ich. Ach ja, ich wollte ja was machen. Ich glaube, ich habe davor aber noch von welche. 5 Stück. 5, 5, 5, 5. Ich glaube, 5 Stück reichen mir. Aber ich brauche sowieso mal ein paar mehr Leitern. Ja, es ist krass, wie viel Leitern an Holzstücken verbrauchen. Ich verstehe das auch nicht. Warum 7 Stück für 2? Es ist echt so lachhaft. Als ob man jemals so viele Leitern oder für Leitern so viel brauchen. Na, egal. Ach, es hat ja irgendwo dann doch seinen Sinn. Aufregen nützt ja nichts. Ach so, übrigens, gerade frisch gelesen, gestern kam das rein. Und zwar, also ist es nicht mehr so, dass nur noch das Ende, also es war wirklich, so wie ich das gesagt hatte, war wirklich so geplant, dass in dem nächsten Update nur das Ende drinne sein sollte und nichts anderes.
Das hat man jetzt verworfen. Man wird auch mehr zu sehen bekommen. Also so hat man das wirklich wortwörtlich im Englischen gesagt. Was haben sie gesagt? The plan changed a little and you will see more. Also der Plan hat sich ein klein wenig geändert und ihr werdet mehr sehen. Ja, ich glaube, das ist jetzt bei allen mittlerweile gesagt und der ein oder andere bricht jetzt gerade in Freudentränen aus oder fängt an krampfhaft zu lachen wegen dieser mega geilen Aussage von denen. Also ich musste auch erst so ein bisschen überlegen, so eben, aber es hat dann doch irgendwann einen Klick gemacht und ich dachte mir so, na gut, nee, was ist April ist noch nicht. Und na gut, so also mehr ist halt wirklich nicht bekannt, also nicht was wie drin, also viele munkeln jetzt ja schon im Internet von wegen so, ja, wahrscheinlich die Sachen, die sie da angekündigt haben, mal vorher irgendwie mit Textur und Paket und ah und blub und schlag mich tot und weiß sie nicht und hast sie nicht gesehen, das weiß ja keiner, sie haben es nicht gesagt und bei dem Texturenpaket wurde immer wieder gesagt, es kommt in einem späteren Update, weil man momentan sich noch um andere Sachen kümmert. Also von daher würde ich mal gar nicht so direkt davon ausgehen, also ich weiß nicht. Und da die jetzt auch nicht so ein Geltungsbedürfnis haben, diese 4J Studios, ja, dass sie da irgendwie so großartig sich profilieren müssen, weil sie haben ihren Job ziemlich sicher, denn niemand anders bringt Minecraft raus, können die halt mit den Informationen so lange zurückhalten, wie sie wollen, während andere Firmen ja mittlerweile, wenn man überlegt, wie weit im Voraus mittlerweile schon Spiele angekündigt werden, war ja früher auch gar nicht der Fall, aber muss ja auch, weil ansonsten keiner das Spiel dann kauft, wenn es rauskommt. Dann hängen alle Leute da und so, und, kenne ich nicht, habe ich noch nichts von gesehen, habe ich nichts von gehört, interessiert mich nicht. So, ne? Weil wir wollen ja alle mittlerweile ganz, ganz viele Sachen im Voraus wissen, Informationen haben, über die Kampagne was wissen, wie ist es, wie lässt es sich spielen, wie lange dauert das Ganze. Und wenn ich darüber keine Informationen kriege, bin ich doch, muss man auch wirklich realistisch sein, nicht gewillt, da irgendwie Geld für auszugeben. Und dann irgendwie mal zu sagen spontan so, ach, weißt du was hier, das Ding für, ja, standardmäßig sind es ja ungefähr so 58, 59, ich sag mal pauschal 60 Euro, dann spontan irgend so ein Spiel zu kaufen auf doofe Dunst, das macht, glaube ich, keiner von uns, oder? Also das, also bei aller Liebe, egal wie leidenschaftlich ich jetzt hier auch ein Zocker bin, und wie lange ich das schon mache, aber spontan einfach so auf doofe Dunst das ausgeben, ohne dass ich vorher mal irgendwie eine Demo oder irgendwie sowas gesehen habe, das mache ich nicht. Das habe ich früher gemacht, da habe ich wirklich alles Mögliche an irgendwelchen Gammelspielen im Nachhinein dann zu Hause gehabt, wo ich mir auch dachte so, ja gut, das wirst du in deinem Leben nie wieder los, weil kein anderer wird das jemals haben wollen. Letztendlich waren vielleicht auch manche das ein oder andere Schmuckstückchen dabei, wo man sich dachte, okay, das hättest du sonst nie entdeckt, aber der größte Teil ist einfach mal nur Müll gewesen. Das kann man ganz einfach so sagen, da stehe ich auch zu und wenn mich einer von denen ansprechen würde, würde ich auch definitiv sagen, dein Spiel ist Müll, was du da gemacht hast. Ja, also von daher, nee, und aber ich muss auch sagen, was ich am Anfang ganz toll fand bei der 360 gerade, war ja durch dieses Ganze mit dem Internet, dass man da viel mehr verbunden ist und viel mehr Möglichkeiten hat durch Add-ons und sonst sowas, fand ich am Anfang, gut, da war das jetzt noch nicht so mit den Add-ons bei den ersten Spielen, das kam dann ja erst ein bisschen später, okay, wohl bei PGA 3 damals, doch, gab schon relativ früh welche, naja, aber trotzdem, was ich viel geiler fand, war eigentlich eher, man konnte alles Mögliche sich antesten. Also es gab so viele Demos zu allen möglichen Spielen, sogar Multiplayer-Demos und viele haben dann einfach nur gesagt, so, ja nee, gut, das Spiel kaufe ich mir jetzt so nicht, aber die Multiplayer-Demo, die kann ich ja auch zocken mit anderen. Hier, pass auf, wir treffen uns da und zocken mal das und das dann nachher im Multiplayer, ohne dass wir das Spiel haben müssen, weil in der Demo konnte man auch aufleveln online, wie zum Beispiel hier Battlefield-mäßig oder sowas, ne? War ganz lustig gewesen, aber mittlerweile geht der ganze Trend ja zurück. Also ich habe das Gefühl, es kommen kaum noch Demos draußen. Also ich war ja schon froh, dass von Dead Space 3 eine Demo überhaupt rauskam, ja. Weil gerade das für mich auch so ein Titel war, wo ich ganz, ganz dolle krampfhaft immer noch mittlerweile am Überlegen bin, ob ich mir den dann überhaupt antue. Vor allen Dingen, wenn, klar, bei diesen Wertungen von diesen ganzen Magazinen sollte man immer vorsichtig sein. Es ist auch immer stark abhängig, wie dieses Magazin generell ja, über Spiele denkt, also über eine gewisse Art von Spielen oder derjenige, der das testet, was der sonst so zockt. Also ich finde es immer ganz gut, wenn in dem Magazin so ein bisschen was über die Redakteure steht und man da auch nachlesen kann, so von wegen, ja, der zockt normalerweise das und das. Was weiß ich hier zum Beispiel, der Typ, der jetzt gerade so eine mega schlechte Kritik von Dead Space 3 geschrieben hat, wenn er, da würde dann zum Beispiel drinne stehen, ja, zockt normalerweise Barbies Traumhaus und irgendwie das Leben ist ein Ponyhof oder sowas. Ja, ist natürlich klar, dass wenn der Dead Space 3 testet, dass der natürlich das absolute Brechen kriegt, ja, und dem Spiel natürlich alles andere als positiv zugeneigt ist. Also von daher diese ganzen Tests, äußerste Vorsicht dabei immer.
Und deshalb mache ich mir dann lieber selber den Eindruck. Und wenn eine Demo rauskommt, naja, warum halt nicht? Wie gesagt, wenn denn? Und es ist eigentlich schade, dass das so zurückgeht. Worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, so ein bisschen meckern wieder. So mit dem Zeigefinger erhoben, so ein klein wenig mahnend, ja. Das ist eigentlich sehr schade. Auch viele Sachen generell, die man sich ja vorgenommen hatte hier, was man noch erweitern wollte, hat man jetzt irgendwie aufgeschoben. Ich denke mal gerade wegen der neuen Xbox, dass man da so ein bisschen gesagt hat, ja, Mensch, nee, das lassen wir jetzt nochmal. Das lohnt sich nicht, das jetzt schon zu bringen. Das heben wir uns dann lieber für die neue Version, für die neue Konsole auf. Dass wir da noch so ein bisschen diesen Aha-Effekt haben und die Leute sagen so, boah, Mensch, geile Sache, das wollte ich immer haben auf der alten. Jetzt habe ich es auf der neuen, dann hole ich mir die doch gleich mal. Ich denke mal, dass wir da so ein bisschen mit reinspielen. Gut, weiß man jetzt im Endeffekt nicht, kann man auch wieder nur spekulieren, aber es würde für mich zumindest Sinn machen, wäre irgendwie ein bisschen logisch. So, ich glaube, ich habe genug Holz, ich setze nochmal diesen hier wieder zurück, renne noch ein klein wenig in die Richtung. Das Schaf lasse ich jetzt in Ruhe, doch, ja, ich lasse das Schaf in Ruhe. Ich habe erst überlegt, ob ich es bestrafen sollte, aber ich dachte mir dann auch so, ach nee, das arme Schaf kann ja nur was dafür, was soll's. So, ja, sieht schon ein bisschen besser aus jetzt mittlerweile. Ja klar, es ist jetzt auch ein bisschen viel Zeit draufgegangen durch das ganze Geknüppel von dem Holz, aber wenn wir jetzt den anderen Masten, der wird nur noch ein bisschen höher als das. Ja, aber ich glaube mit diesem Dreieckstuch, das... Nee, das würde nicht so gut aussehen, glaube ich. Mit diesen zwei Masten ist dann doch schon schöner. Und da ist ein Tintenfisch drunter. Und dann machen wir einfach das nächste Mal weiter und basteln hier noch so ein bisschen rum und gucken mal, wie weit wir mit dem Schiff kommen. Vielleicht mache ich auch erstmal den Mast nur fertig und gehe mal wieder so ein bisschen auf Action-mäßig unterwegs hier in irgendeiner Höhle. Zum Beispiel diese... Ja, die erste Schlucht, wo wir die zweite Schlucht entdeckt haben. Da könnten wir doch mal hingehen. Das wäre doch was, oder? Ja, ich guck mal. Ich überlege mir das nächstes Mal spontan. Also in diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.